Hoffe, ihr seid fertig geworden. Ja, sind wir. Prima. Landeswelle Thüringen präsentiert die faulsten Beamten im Freistaat. Hier sind Baumann und Klausen. Sehr gut, denn diese Begriffe, die Sie uns genannt haben, müssen drin vorkommen. Und ich habe sie erst vor circa 8 Minuten genannt. Wir wiederholen nochmal kurz. Adventskalender, Mittelspurschleicher, Italien, Mutter-Kind-Kur, Osteochondrose, das ist was mit dem Rücken, und kleiner Mufti, der Spitzname für unseren Hund. Ja, sehr schön. Kann's losgehen? Ich kann losgehen. Dann brauchen wir natürlich noch das hier. Ja, Oberamtsrat Alfred Klausen bei Landeswelle Thüringen. Morgens, Alfred. Na, wie ist? Gut, du, ich bereite hier gerade den Adventskalender für meine Ella vor. Ah, wie schön. Du bastelst, was? Ja, ich habe 24 Plastiktüten gesammelt und die hänge ich mit Inhalt an eine Schnur. Na, das ist ja sehr persönlich. Ja, das ist eine Idee aus Italien. Moment mal, wann warst du denn in Italien? Du, da war ich doch damals zur Mutter-Kind-Kur. Moment mal, du, Alfred? Ja, eigentlich war die ja für Ella, aber die habe ich hier abgeluchst. Du bist unmöglich. Jetzt spiel dich mal hier nicht so auf, du Mittelspurschleicher. Ja, komm, Alfred, sag mir lieber, was in die Tüten vom Adventskalender reinkommt. Oh, leckere Sachen. Unter anderem ihre Lieblingskekse, kleiner Mufti. Die Kekse heißen kleiner Mufti? Ja, die heißen so, weil die halt ein bisschen Mufti sind. Also vom letzten Jahr, weißt du. Und als Hicklicht. Als Highlight? Genau, bekommt sie einen Gutschein für eine Osteochondrose-Behandlung. Sie hat's doch so im Rücken. Moment mal, das zahlt ja ihre Krankenkasse. Eben, eine Windel-Windel-Situation. Dringendes Besprechungskäffchen. Bingo. Es war alles drin. Herrlich. Spontanfolge von Baumann und Klausen. Landeswelle Thüringen.